Ja, mir juckt der Bimmelmann, weil er nicht mehr bimmeln kann. Ja, Schloss 8 ist echt für den Arsch. Da blase ich mal wo noch den Marsch. Denn er ist ein Arschloch. Ja, er ist ein Arschloch. Seine Hex, die machen keinen Spaß, aber doch irgendwie schon. Ist das von Anfang an? Ja, hier gibt's kein Midway, Chris. Na, herrlich. So schwer war's nicht. Das kriegst du hin. Und bis zum Boss war eigentlich wirklich recht easy. Das Problem beim Boss war, ich wollte mich halt ganz links halten, weil ich mir gedacht habe, du machst noch deinen Safe-State. Und dann hat er da halt einen Gegner gespawnt und der hat mich getötet. Das war kacke. Vielleicht ist der Boss gar nicht so hart. Aber bei allen Cave-Story-Rip-Bossen musst du damit rechnen, dass sie hart sind, weil die in Cave-Story schon nicht so einfach waren. Und da hast du eine Knarre. Jessica Sima, sie ist dreht der Balken im Kreis. Und wenn er dich trifft, wirst du heiß. Ja, dann fuck! Du hast echt kein Fingerspitzengefühl, Candice. Nicht mit dem Controller. Der ist empfindlich, like fuck. Genauso wie meine Glied. Maxike. Boah. Wo bist du? Geh dann mal. Oh, nö. Na, ich gehe in meinen Safe Space. 100% Chris. Wenn du es nicht machst, mache ich es halt. Ich meine, irgendwer muss Toad ja seinen Hut wiederbringen. Der weint sonst. Dürfte ich Ihren Hut haben, Sir? Dürfte ich Ihren Hut haben, Sir? Ah, yes. Ah, yes. Au! Yeah! Woohoo! Yeah! Aha! Oh yeah! Wow! Woo! Jetzt geht's ab! Wow! Bei Donkey Kong wärst du schon dreimal gestorben. Das liegt daran, dass das einen Delay hat, aber nicht wenn ich spiele, weil ich besser bin als der Delay. Außer jetzt. Das war elegant. Meine Pimperchen, das war aber was. Ich geh weg von dem Schloss, ich mag das Schloss nicht. Willst du echt Autobahn fahren? Ja, ich will Autobahn. Erdogan-Bad Autobahn. Du hast bestimmt schon 20 meiner Leben in den letzten 4 Parts verschwendet. Tja, da wären es jetzt 21. Ja, ich weiß. Und das macht mich ja so traurig. Auf geht's! Übrigens, deine Hitbox ist so gesetzt, dass du wirklich, wenn der Arsch von dem Ding noch auf der Schiene ist, bist du noch auf der Schiene. Also spring erst so spät, wie du kannst. Ich hab Nein. Doch, hab ich. Nein, hast du nicht. Hat sich das bei dir auch gerade so komisch angehört? Ja. Das war das, ich hab doch gedrückt, Game Over. Ja. Für die ganz schlauen Kinder. Das ist dann, wenn das Spiel erkannt hat, dass es einen Fehler gemacht hat und so, ja, es tut mir leid, dass ich dich jetzt auf Game Over gehen. Nein. Das ist, wenn das Spiel sagt, na, das trotzige kleine Kind, Game Over, das tut uns aber leid. Ich würde einfach mal gerne ein Mario-Hack spielen, in dem nichts aus Donkey Kong vorkommt, danke. Wie wär's mit Donkey Kong Country 2? It was that moment when Mario realized I fucked up. Du musst aber auch sagen, die Infrastruktur hier lässt stark zu wünschen. Ja, ein Schlagloch nach nächsten. Das ist wie wenn du von dem Dorf, wo meine Eltern wohnen, Richtung Osten fährst. So eine olle Schotterstraße und die Schlaglöcher sind mit zerstoßenen Ziegelsteinen gefüllt. Da willst du auch nicht mit deinem guten Bobbycar durch. Was ist denn los? Lass mich in Ruhe. Ja, Gott, noch eins, lass mich in Ruhe, du Spasti. Du hast dein gutes Bobbycar geschrottet, das kriegst du jetzt zu spüren. Mama, safe jetzt für mich in dem Level. Ich versuche gerade beim Fenster aufzumachen. F2 war's, ne? F2 machst du dein Fenster nicht auf. Da musst du diesen Hebel am Fenster hochdrücken und dann zur Seite ziehen. Was war Laden F5, ne? F4. F4. Auf F5 habe ich Throwback, also praktisch, wenn du so ein paar Sekunden zurückspulen willst. Ach so. Aber es geht im Multiplayer nicht. Sonst hätte ich es bei Bossen schon angewandt. Das kannst du mir aber glauben. Die Level waren in Donkey Kong schon scheiße und hier steuern sie sich noch viel schlechter. Wobei, in Donkey Kong war es eigentlich okay, in Donkey Kong war die Steuerung gut.
Und Donkey Kong wusstest du, wenn du abgefuckt hast. Und da war es auch deine Schuld. Nein. Hier wird unserem Helden bewusst, dass er Scheiße gebaut hat. Hier wird unserem Helden bewusst. Es wundert mich übrigens, dass wir in bis jetzt 17 Parts, die hochgeladen sind, noch nicht einmal "Ich benutze das Internet" gelesen habe. Ja, weil wir es kaum gemacht haben. Ja, halt bei Bossen und so. Ja, aber die Bosse waren auch allesamt Scheiße. Nö. Das war ich nicht. Kam ja kein Sterbegeräusch, bin nicht tot. Und der spielt, benutzt ja auch gar keine Safe States. Ja, und jetzt bleibst du dafür immer stehen. Naja, immerhin gibt's hier viele Bücher zum Lesen. Na, immerhin habe ich eine Beschäftigung. Guck mal, da hinten ist der Koran. In Arabisch. Ja, das ist ja schön. Wo hab ich denn... Hast du mir 3 Leben gleich gegeben? Ja. Okay, dankeschön. Damit du nicht immer rumheulst. Ich weine nicht. Der kleine Ababubi muss nämlich hier um 18 Uhr ins Bett. Echt? Oh fuck, ich hab noch 1,5 Stunden. Tja, Ababubi, dann beeil dich mal. Wenn mir die Nudel brennt, dann habe ich nen Trick. Ja, dann reibe ich sie ein mit Chialasimic. Ja, das ist die neue Salbe aus der Apotheke. Mit der juckt es nicht, denn sie tötet deine Nerven. Das ist wie ein Mavo-Hack, der ist konzentriert da drin. Ja, die Nerven sterben ab, du spürst nie wieder was mit Schmubi. Kani, Mick, bam, bam. Reibst du dir den Brustkorb ein, dann hört dein Herz vielleicht auf zu schlagen. Deswegen nur an die Gliedmaßen und auf die Nasenspitze. Wenn dir mal alles zu viel ist, auch in den Mund. Oder als Zäpfchen anwendbar ist Mia Kasimik. Ja, das ist unsere neue Salbe hier. Sie tötet alles, was lebt. Jetzt Mia Kasimik kaufen. Konzentrierten Mavo-Hex. In ihrer Apotheke. Ja, und bald für euch, meine lieben Freunde. Mavo. Ey, Chris, es gibt eine neue Lilly Kelly-Werbung. Das ist nicht Lilly Kelly, das ist jetzt Color Me Mine, der Modespaß. Oha. Ich sing die jetzt mal vor. Color Me Mine, der Modespaß. Jetzt neu im Kanacken-Design. Mit bunten Stiften malst du deine Lieblingsfarben rein. Das ist dein Design. Color Me Mine, der Modespaß. Jetzt neu im Kanacken-Design. Color Me Mine, so geht die. Echt? 1A. Ja, echt. Also das ist das, was ich verstehe. Ich glaube, die sagen Paletten und nicht Kanacken, aber es hört sich an wie Kanacken in der Werbung. Fuck. Wir sind uns da zu dritt drüber einig, dass die Kanacken sagen und nicht Paletten. Ich höre mir das dann später auch mal an. Ich sterbe jetzt übrigens gleich. Ja, mit tollen Farben malst du dir einen Dickbart rein. Soll ich Safe States machen? Ja. Ab. Wie funktioniert der? Mach du lieber auch schon einen. Wie funktioniert der? Auf den Kopf hüpfen. Ach so. Ich dachte, ich muss irgendwas mit dem Viecher machen. Nein. Ich schon, aber ich wette, der lädt wieder falsch. Nö, ich bin da, wo ich sein soll. Ja, bei mir da falsch gesagt. Dann speicher du bei dir nochmal und lad nochmal. Weil ich bin wieder falsch. F2 und laden. Und laden. Nein, ich bin falsch. Jetzt bin ich richtig. Ich wechsle mal kurz meinen Safe-Slot. Ich speichere jetzt auch einen leeren, falls ich Safe States mache. So, hab jetzt nochmal einen. LOL! Fick dich! Warte, ich wollte gerade einen Safe State laden. Ja, ich wollte auch gerade einen laden. Lass mir meinen laden. Ich mach sogar gar nichts. Ich lad meinen. Ja, ich nicht. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich gerade abgestürzt, weil wir beide auf Laden gedrückt haben. LOL. Ja, da sind wir wieder. Wir haben, glaube ich, den Hack zerstört. Kalami mein, der Modespaß, jetzt neu im Hasendesign.
Mit bunten Blöcken male ich kleine Blümchen rein. Ich lade. Das ist dein Design, Kalami mein. Ich fick dich, du wirst jetzt sterben, Mann. Ich hasse den Hasen. Und der Hase hasst dich. Herr Berg, irgendwas stimmt da mit Hasi nicht. Oh, ich hasse ihn. Willst du den machen? Ja. Ich geb dir einen Tipp, du darfst dich nicht von diesen Blöcken treffen lassen. Oh, dankeschön. Ja, bitte, bitte. So, ich dachte, ich muss da reinspringen und dann noch meine Fresse aufreißen und meine Arschbacken spreizen, dass der mich richtig penetriert. Ja, so ganz ehrlich, so wie du gespielt hast, sah das aus, als wenn du das wirklich gedacht hättest. Warum wackelst du so? Das kann ich. Wackel, du vibrierst intensely. Bist du Tammy? Nein, ich bin Dogge. Schiebe. Ich bin Shiba Iru. Ich bin Shiba Inu mit einem Irokesenschnitt. Und sitzt mit einem gelben Leuchtestab im Publikum. Nein, das war der kleine Kotaru. Auf einem Konzert, wo vorher abgesprochen wurde, dass jeder einen blauen Leuchtestab mitbringen soll. Ja, der bringt den gelben mit. Wow. Dir ist klar, dass du jetzt noch ein Power-Up bis zum Ende kriegst. Dir ist klar, dass du Safe States beim Boss machst, mir das also egal ist. Kalami mein, der Modespaß. Im Kartang-Design. Kalami mein. Ja. Mavasek ist auch im Kalaktis. Ja, Kalabinin, ja. Ich meine, was ist da los? Was ist da denn passiert? 60.000 ja, Euro. Was hier gerade passiert ist, das wüsste ich aber auch gern. Ja, bei uns ging gerade überhaupt nichts mehr. Das meine ich nicht. Ach so. Ich meine schon Mavasek. Ach so. Ich wollte gerade erzählen, was bei uns gerade passiert ist. Eins, zwei, drei. Alarma, Alarma. Eins, zwei, drei. 1, 2, 3. Alarma, Alarma. 1, 2, 3. Die Hitze tut dir eindeutig nicht gut. Oh, ich bringe den Ventilator. Wenn man den im Hintergrund hört, dann ist mir das jetzt. Sorry, Scheißbumpe. 1, 2, 3. Das ist doch mal gutes Level-Design hier, oder? Ja. 1, 2, 3. Oh oh! 1, 2, 3. Alarma, Alarma. 1, 2, 3. Ich meine, man muss ja echt knapp eine Minute aussitzen, bis das mal runtergefahren ist. Aber es passiert nichts. Ja, da hast du ganz toll gemacht, Mavo. So, jetzt ein Safe-Set, bitte. Hab. Ach, Mann. Warum spawnt seine Hitbox erst später? Das ist voll kacke. Ich hasse den kleinen Scheißer. Jetzt ist wieder kein Boss-Counter dran. Ach Mist. Gott sei Dank habe ich Cave Story gespielt und habe die Movements ein bisschen noch. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. So, ist deine Hitbox jetzt da? Danke. Wäre ja echt zu freundlich, wenn man dich auch treffen könnte, wenn man auf dich drauf springt, ne? Was soll denn das eigentlich für ein Viech darstellen? Was macht der in Cave Story? Das ist einer von diesen Mimiga-Hasen, das sind eigentlich die guten, aber die wurden von dem Doktor so ein bisschen mit Koks und Nutzen bearbeitet und dann sind die so groß und wütend geworden und wollen alles umbringen. Aber warum? Ja, weil Drogen sind schlecht, okay? Okay. Okay. Schön, dass wir uns da einig sind. Ich mag den nicht. Ja, er uns auch nicht, so wie er ausschaut. Stimmt. Kann man, glaube ich, an seinen Augen sehen, dass er uns nicht mag. Echt? Ich hab's an seiner Unterhose erkannt. Vorsicht, du kannst gleich weitermachen. Ach, im Kampf safe jetzt auch noch. Das finde ich lame. Ich dachte vor dem Kampf einfach. Oh. Ich habe hier keine Lust, noch 5 Parts dran zu hängen an dem Boss. Mach ich auch nicht. Momentan sieht's eher anders aus. Nee, ich spiel's auch nicht richtig. Ich will vorm Boss nochmal.
Ernsthaft? Ja. Wow. Da, er sagt auch so. Ernsthaft. Ja, nee, Chris. Nee, ehrlich nicht. Kannst du gleich raus, Startselecken in einem anderen Level. Ich mach das jetzt. Ja, okay. Aber nur ein Safe-Sit vor dem Kampf. Mach schneller mit dem Startselect, danke. Ich mach den jetzt richtig. Pass mal auf. Der lernt meine Freundin kennen, die Shirshi. Wer ist denn die Shirshi? Das ist diese Brechstange vom Asitoni. Nee, das war die Luise. Ich weiß gar nicht mehr, was die Shirshi war. Die Brechstange hieß Luise, glaube ich. Die Luise, die ist dabei. Ja, nach 20 Jahren weiß der immer noch nicht, was der jeden Tag durch die Tür kommt. Die Shirshi? Die nur sonntags, tut mir leid. Aber heute ist nicht Sonntag und heute kommt sie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da gleich die Shirshi kommt, weil ich sie da durchjage. Aber warum? Und das Letzte, was ich heute tue. Mensch, Shirshi. Die Luise, die ist dabei. Eieiei. Eieiei. Oh nein, gleich kann ich wieder Alarma singen. Eins, zwei, drei. Alarma, Alarma. Und los! Okay, Chris, alle miteinander. Warte, erst wenn ich drüben stehe. Okay, eins, zwei, drei. Alarma, Alarma. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Alarma, Alarma. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Chris? Ja? Dein Einsatz. Eins, zwei, drei. Come on, let's get those, everybody, let's go. Come on, folgt den Affen. Ist das das neue Dora? Nein, das war das alte. Das neue Dora ist genauso schlimm. Und fuck Pablo, hast du mal mehrere Folgen davon gesehen? Nein. In jeder macht Pablo irgendeinen Bullshit. Ich hasse Pablo. Der erinnert mich zu sehr an dich. Verdammt. Es reicht schon einer von der Sorte, man braucht nicht zwei. Vor allem brauchst du keinen Mexikaner. Weißt du, die haben alle so eine Sache, die sie gut können, weißt du? Von Pablo kann sehr gut Scheiße bauen. Hast du gesaved? Ja. Ja, nee, und die haben eine Sache, die sie richtig gut können, von wegen und so weiter. Also wirklich so, die eine kann mit der Violine spielen, dann die andere kann, ich glaube, was weiß ich was. Und eine kann halt Fußball spielen. Und Pablos besonderes Talent ist halt einfach auch Fußball spielen. Der hat halt nichts Eigenes. Ich dachte, genau, dass sein besonderes Talent Scheiße bauen ist. Ja. Aber die waren sich nicht so sicher, ob man eine gesunde Kackwurst ins Opening einbauen kann oder ob man damit noch wartet, bis die Folge läuft, um mich zu spoilern. Was denn? Eine gesunde Kackwurst. Oh. Das ist ja, Marcus Hecke ist auch eine gesunde Kackwurst. Sie haben Diktat getötet. Scheiße, Mann, ich bin in die Falte reingestiegen. Schau dir die Geister drüben an! Was ist denn da passiert? Soll ich dir sagen, was das ist? Das ist ein Einkaufszettel. Milk, Eggs, Cheese. Der sieht echt aus wie der Geist, den Mr. Krabs gemalt hat, ganz ehrlich. Ich hätte gebrüllt, wenn das nicht geklappt hätte und einfach an diesem Screen gestanden hättest. Oh Mann, wo sind die Ideen ausgegangen? Ich hätte gebrüllt, wenn du nicht runtergekommen wärst. Fuck. Get down, Udelababababababab, du stirbst. Ja, tu ich auch. Ja, sag ich doch. Wenn diese scheiß Kanonenkugel nicht gekommen wäre, dann wäre ich am Leben gewesen. Aber nö, Mabo muss ja hier wieder Luftschiffe aus Super Mario Bros. 3 abnehmen. Oh! Ja. Cry me a river. Mach ich doch gerade eben. Deswegen bist du auch Player 2. Player 1 heult nicht. Nee, Player 2 heult innerlich. Was nennst du innerlich? Dann will ich dich nicht äußerlich heulen hören. Nö, bist du auch nicht. Ups, war Absicht.
Ja, Mambo dachte sich so, ja, jetzt sind wir in der Bosswelt. Jetzt müssen wir unbedingt noch Scheiße einbauen. Noch mehr Scheiße als zuvor. Hurenkacke! Kacki am Stingelmann! Der Geist! Ich bin's mit ihm vom Jägermann Jensen! Yay! Ja, schauen wir noch mal, was Gul'dan heute so treibt. Ja, er stürzt sich in die Klippe, weil er nicht ins Level darf. Sei froh, dass da ein Cut-Off war, Mann. Sonst hätten wir wieder warten müssen. Ja, ich darf. Ja, das ist genau so. Ich darf es einmal probieren und dann nie wieder. Ja, wieso schaffst du es denn auch nicht first try, du Kacknoob? Sagt derjenige, der auch gerade gestorben ist. Ich wollte dir noch eine Chance lassen, weißt du. Die Chance, die einfach nicht gegeben ist, weil er mich nicht ins Level reinlässt. Er kann ja nichts dafür, dass Mavo dir keine mehr gibt. Heißt der auch Marius irgendwas und nicht Luigi's irgendwas hier. Mhm. Und schon gar nicht Chris Holtrum irgendwas. Ja, wobei, aber YouTube war der Meinung, dass ich Luigi's Mansion spiele. Ja, YouTube ist aber auch der Meinung, dass ich von Herrn Tutorial die klaue. Macht der Tutorial-Schminkvideos? Ja. Echt? Ich glaube schon. Was schminkt der denn, seine Möse? Ja, wahrscheinlich. Ja, jetzt wird es ja auch noch schneller. Viel Spaß. Mavo 16, scheiße. Nein, sie nicht. Ich liebe die. Ich würde noch gerne einen noch davon spielen, aber es gibt ja leider keine anderen mehr. Bist du dir sicher? Wenn ich nicht nachgucke, kann mir keiner das Gegenteil beweisen. Doch, wenn dann auf einmal die Zuschauer in die Kommentare hier posten, ja du, Mabo hatte noch einen Hack. Nein! Ja, wenn ich die Kommentare nicht lese, kann mir keiner das Gegenteil beweisen. Ja, du, genau. Alles, was in den Kommentaren mit Hack und Mabo ist, kommt in die Spam-Leiste. Man kann auch sogar direkte Wörter eingeben in so einen Spam-Filter. Das mache ich einfach. Da müssen die Leute kreativ schreiben lernen, damit sie das schaffen, dass ich das auch lesen kann. Soll ich dir Selfstape machen? Ich tu's ja, einfach. Ja, bitte, die sind gefährlich. Das sind die Untersocken-Heinis. Sag mal, die brauchen auch Pause im Wurf. Wieso hören die nicht auf zu werfen? Weißt du, die Normalen haben immer so kurze Pausen, dass man halt auch springen kann. Go, go, Power! Und die hier einfach nur... Tennissocken, Tennissocken, ja, wir wollen den Mario kennen. Das ist echt Power Rangers, ne? Go, go, Power Rangers! Nein! Warum ist er nicht hochgesprungen davon? Das ist Kacke! Das ist ganz große Kacki! Kacki! Na, lad halt doch ein bisschen langsamer. Blumenkohl am Pille, Mann. Sag mal, kommt der da ran? Wo ist seine Hitbox? Wo ist seine fucking Hitbox? An seinem coolen Fahrradhelm. Ja, scheinbar ja nicht. Gaga Power Rangers, ich werf meine Socken! Na, jetzt auf einmal springt er dabei hoch, weißt du? So eine Bullshit-Scheiße. Ich mag Kackabrösel, ich mag Kackabrösel. Ich mag Bröselkacker. Oh, oh, mein Hinterkopf tut weh. Ja, ja. Da knallt's erstmal im Hintergrund. Ja, ja. Jetzt sind wir beim König der Löwen angekommen. Simba! Die Seenudel Simba! Die muss immer schön feucht bleiben. Ja. Wie es Familientradition ist, sticht die Seenudel ins feuchte Nass. Simba, du musst immer deine Nudel feucht halten, sonst dürrt die aus. Seenudel! Simba, du musst deine Nudel anfeuchten. Dann juckt sie nicht mehr. Oh, ich bin schon wütend. Haben wir den Hack danach geschafft? Hä? Haben wir den Hack nach der Welt geschafft? Ja. Fuck.
Die Leute können ja mal zählen, wie viel Level du geschafft hast und wie viel ich geschafft habe. Ich bin irgendwas mit 4 oder so. Du bist 4? Ja. Ich drück überhaupt nicht in diese Richtung. Es ist zum Kotzen, dieser Scheiß-Controller, ey. Da war der alte ja sogar besser. Sobald ich den nur angucke, mein Controller, rennt meiner wie vom Tatratten gestochen in deine Richtung und schreit. Ja, ich würde, der Controller ist echt der Hammer. Nee, sobald ich diesen Controller nur anschaue, rennt mein... Hast du den Witz verstanden? Nein. Billig, so eine Geräte sind immer von Hammer. Ach so. Deswegen glaube ich, dass dein Controller voll der Hammer ist. Es ist so ein originaler Xbox-Controller, den ich auch für Dark Souls nehme. Tja, bei Dark Souls holst du dir auch die ganze Zeit rum. Ja gut, aber es liegt wohl eher an Dark Souls. Müssen wir mal wieder aufnehmen, das haben wir jetzt ewig nicht. Ja, weil ich immer noch so viel auf Platte hab. Was zum Weil du nie was hochlädst. Ja, weil das so lang dauert. Weil du eine kleine Pussy bist. Und ich nicht um 4 Uhr morgens aufstehe, um den Upload für Dark Souls zu starten. Warum startest du ihn nicht, wenn du ins Bett gehst? Weil ich das Gefühl habe, wenn ich den, sagen wir mal, um 10 Uhr abends hochlade, dann wird der irgendwann um 6 Uhr morgens in der Timeline dann angezeigt. Und also das sehen die meisten Leute nicht. Ne? Nee, hab ich nicht. Dann musst du dir die mal irgendwie aktivieren. Mhm. Oder du lädst auf nicht gelistet hoch und schaltest es nachmittags frei. Das funktioniert auch nicht, dann ist es trotzdem um 6 Uhr morgens in der Timeline. Dann sehen es die Leute nicht und es kotzt an. Ach doch, ich schalte meine Pokémon-Parts auch immer morgens frei. Ja, aber meistens sind die dann auch wirklich extrem versteckt und ich habe ja auch wirklich schon wenig Leute abonniert. Ach, mir ist das egal, die Leute, die es gucken wollen, sehen es auch. Nur manchmal, da möchte ich niemanden auf Flips treten, aber ich habe das in meiner gesamten YouTube-Zeit erlebt, dass manche Leute wirklich ganz spezielle Leute sind. Okay. Ich wusste, dass der noch kommt. Ich habe einen Selbstdeck gemacht, weil ich sowieso nicht reinkomme. Mit Koopas ist das besser. Den gibt's auch mit Bob-Bombs, der ist ekliger. Ich weiß, der war bei, beim... Wie hieß der Heck? Ein Arschfick mit Mavo. Mhm. Bei Arschfick mit Mavo bin ich auch gern dabei. Ich glaube, der war bei Ed Jules dabei. Das war auch Arschfick mit Mavo, oder? Mhm. Du hast keine Mütze mehr auf. Wer braucht schon eine Mütze? Wer braucht schon eine Mütze, wenn er Kanasta spielen kann, nicht wahr? Mich triggert dieser Geist da von Mr. Krabs. Ist der Endboss dieses Hex etwas wie Wirben Jaggerman Jensen? Heute bei der Boden ist Lava, Luigi im Saftland. Ich mag nicht mehr spielen. Warum? Denn der Boden ist Saft. Das sieht doch voll human aus. Also das Level geht bis jetzt. Also da ist noch nichts, was mich getriggert hätte hier. Kommt außer noch. Vielleicht der Hintergrund. Aber der geht eigentlich auch voll. Ja, der ist aber auch so wie bei Pokémon Rubin Saphir in der eigenen Gegend, wo auch die Arsche dauernd runterfetzt. Nervt auch komplett. Ach, mich stört das nicht so. Ja, es also, stört. Nicht so, weil ich meckern würde. Stört der Sprung ist auch nicht schlimm. Also das Level geht voll. Noch. Ja, du bist jetzt schon 2 Blumen weit drin, ne? Ich will da rüber. Willst du nicht, Chris? Doch, geh will weiter. Ich. Bravo. Ja. Oh, oh! Töte mich! Töte mich! Oh, shit! Kill me! Do it! Ganz ehrlich, ist mir wie Würben, er ist wütend. Ja, das ist mein Geist. Nach jedem Game Over ist er wütender geworden und verkrakelter. Was
gar nicht, was du hast. Funktioniert doch. An alle Leute, die sich überlegen, Mario Hex zu machen, bitte nutzt Röhren. Oder Türen. Aber nicht solche Assi-Übergänge. Und dann nur, wenn ihr es könnt. Die normalen Übergänge können sie ruhig nehmen, wenn sie können. Ja, wenn sie können, aber... Ich meine, die funktionieren ja richtig, bloß nicht für Player 2. Ja, aber ich habe auch schon Hex gespielt, wo die auch für Player 2 funktionieren. Also, und sie funktionieren ja manchmal. Irgendwas muss er da verkackt haben. Da ist bestimmt irgendein Hidden Value oder so, was in einem Programmcode überhaupt keinen Sinn machen würde, wenn du erstmal so drauf guckst. Wow. Was ist mit dem Koopa passiert? Da sind Knochen trocken. Da ist dann die letzte Star Road. Mhm. Nein, nicht Todsvogel! Oh, ich hätte den Leben geben können. Wo ist Toad? Ganz da ehrlich, wo ist Toad? Den kleinen Motherfucker fick ich jetzt. Habe ich den Secret Exit gefunden? Nee, scheint nicht so. Aber da geht's hoch. Da oben links ist irgendwas. Mhm. Na, jetzt ist... Brauchst du jetzt nur einen Schlüssel? Brauchst du nur einen Schlüssel? Ja, der ist bestimmt hier am Anfang. Oh Mann. Fuck Toad's Bird, ganz ehrlich. Halleluja. Das Ende ist absehbar. Mhm. Ja, der Endboss ist wirklich Smitty Bum, Jaggerman Jensen. Letzte Star Road Dingens. Ja, ohne Musik, cool. Oh Gott. Mach es weg. Der sieht auch so aus, ja, das Kill Me. Oh nö. Alles klar. Och nö. Ich hasse dieses Flashen. Hitbox auf Doomshit. Nein, mich regt nur dieses Geflacker auf. Ich kann das nicht ab. Tots Vogel, Mann. Und ja, Mavo, ich hab ein Problem. Dich. Ich weiß nicht, ob ich dem Vogel dankbar bin, dass er das Licht anmacht, oder ob ich den Vogel hasse. Ich bin langsam auf so einer Fick-Dich-Level-Fick-Dich-Heck-Welle, wo ich einfach keine Lust mehr hab. Du bist ja auch eine kleine Aber beim nächsten Mal machen wir dann weiter, vielleicht dann im nächsten letzten Part. Ja, hoffen wir es. Tschüss.